Servus Leute, ich will heute das Rasurvideo machen, was ich angekündigt habe. Und zwar geht es ja in vielen Rasur-Tutorials darum, wie man sich rasiert, aber das weiß ja mittlerweile fast jeder selber. Deshalb werde ich heute mal erzählen, welche Produkte ich benutze und ein paar Tipps geben, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, um Rasurbrand zu vermeiden. Ich werde euch erstmal den Ablauf erzählen, wie ich mich rasiere, wann ich mich rasiere. Und zwar rasiere ich mich immer dann, wenn es nötig ist, logischerweise. Also ich habe da keinen festen Rhythmus, dann, wenn ich es muss. Ich lasse sogar, um die Haut zu schonen, weil man ja immer Rasurbrand schnell am Hals kriegt, lasse ich sogar manchmal den Hals 2-3 Tage aus und rasiere nur oben. Oben. Also Bart logischerweise. Zum Glück habe ich nicht viel Bartwuchs, das ist ganz cool. Und ja, meistens rasiere ich mich, wenn ich duschen war oder innerhalb des Duschens, während des Duschens besser gesagt. Und zwar, weil die Haare da schön gequollen sind. Und das Wichtigste ist eigentlich die Vorbereitung zum Rasieren. Mal eben so schnell rasieren geht schon, wird aber nie besonders gründlich. Und das ist auch so der Hauptgrund, warum man schnell Pickel und Rasurbrand bekommt. Und zwar ist das so, die Haare kommen ja logischerweise aus der Haut. Ihr müsst euch so eine glatte Fläche vorstellen, da kommen die Haare raus. So, und wenn man jetzt die Haare oder die Barthaare ordentlich quellt, also sprich mit warmem Wasser oder nach dem Duschen, dann kommen die Haare aus der Haut so ein Stück raus. Das heißt, wenn ihr die dann abschneidet, ist, wenn ihr das richtig gequollen habt, richtig weich sind, habt ihr mehr Barthaar abgeschnitten, als wenn ihr das einfach so kurz hier Creme drauf rasieren, fertig. Also wisst ihr, wie ich meine? Die Rasur hält viel länger, wenn ihr das richtig quellt, das Haar. Und das könnt ihr zum Beispiel machen mit so einem Tuch. Oder Handtuch, kleines Handtuch, richtig warmes Wasser und dann macht ihr das um euren Mund rum und um euren Hals, WTF. Und lasst das so 5 Minuten einwirken. Also das Wichtigste ist eigentlich, sich Zeit nehmen, dann entstehen noch keine Pickel. Ja, es gibt natürlich die Leute, die können einfach drüber rasieren, dann sieht das gut aus, die haben gar keine Probleme. Aber das ist von Haut zu Haut unterschiedlich. Das sind so meine Erfahrungen, die ich jetzt mit dem Rasieren gemacht habe. Und da ist gar nicht mal so wichtig, was ich für ein Produkt dann am Ende habe. Ich habe schon viel ausprobiert, das war alles ganz gut. Früher habe ich zum Beispiel den Rasierschaum von Nivea genommen. Und dann habe ich von Lush noch Sachen ausprobiert. Das ist so eine Creme. Balea Men, das Rasiergel ist auch nicht schlecht. Also man kann eigentlich nehmen, was man will. Hauptsache die Klinge gleitet und ihr habt vorher ordentlich die Haare gequollen. Gequollen, so ein Scheißwort. So, und ich benutze jetzt zurzeit das Produkt hier von American Crew, Moisturizing Shaving Cream, und damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe ja auch für die Haare American Crew Produkte und das kann ich euch nur empfehlen. Und das Produkt, nachdem ich die Haare halt ordentlich gequollen habe, trage ich dann mit einer Gesichtsbürste auf. Tja, viele werden sich fragen, was ist das? Das ist eigentlich eine Gesichtsbürste, wo man so ein leichtes Peeling machen kann, wo man seine Reinigungslotion einreiben kann und das ein ziemlich gutes Hautbild macht. Das nehme ich dann eben fürs Rasieren, um das Ganze aufzuschäumen, um die Barthaare ordentlich zu quellen, um dann nochmal ein bisschen weicheres Ergebnis zu haben, denn die Haare rasieren sich halt am besten, wenn sie weich sind. So. Bei so einer Bürste ist auch zu empfehlen, dass ihr die mit einem, genauso wie euren Rasierer, mit so einem Sacrotan-Met einsprüht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr so eine Gesichtsbürste benutzt, sind natürlich die Keime dran. Wenn ihr das dann noch trocknen lässt, hier ist überall noch der Schmodder dran, dann ist das halt schon ziemlich extrem, wenn ihr damit euer Gesicht bearbeitet. Deshalb vorm Rasieren genauso euren Rasierer. Hier, ich benutze den Wilkinson. Es ist eigentlich egal, ob ihr von der anderen Marke hier, was es da noch alles gibt. Hauptsache, ihr kommt damit klar. Also ich habe schon andere, habe auch schon Einwegrasierer benutzt. Und aber auf jeden Fall, wenn ihr Rasurbrand vermeiden wollt, sprüht mit diesem Zeug auch euren Rasierer bei jeder Benutzung mit ein. Das hilft echt, diese Pickel vorzubeugen, und das ist somit das Wichtigste, was man eigentlich machen kann. Und so ein Sacrotan kostet nicht viel, ist auch nicht schädlich.
Wie gesagt, man soll es nie übertreiben. Ihr sollt auf jeden Fall euer Gesicht damit einsprühen, sondern einfach nur euer Gerät. Weil wenn das hier im Bad liegt und möglichst noch auf euren Fliesen oder kleine im Zahnputzbecher, das ist schon eklig. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Generell sagt man ja, umso mehr Klingen, umso extremer, also wie soll ich denn sagen, umso empfindlicher wird man, aber das ist eigentlich egal. Es ist schon so, dass mit einer Klinge, am besten man nimmt ein richtiges Rasiermesser, die Rasur gründlicher wird und es ist hautschonender, weil mit so einer Sache geht man halt ein paar Mal drüber, ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber die haben ja so eine Art Schutzmechanismus dort dran, also diese Klappen hier, und da ist das schon ganz okay. So, wie ich mich dann im Prinzip rasiere, ist unterschiedlich, also nicht ganz unterschiedlich. Ihr müsst halt gucken, wie eure Haare wachsen, aber ich meine, ich könnte jetzt ja auch einfach, ihr seht es hier oben eingeblendet. Was ich zum Beispiel nie mache, ist hier oben an der Oberlippe entgegengesetzt des Bartwuchses zu rasieren. Wenn ich natürlich hier so runter rasiere, wird es nie ganz so gründlich, deshalb gehe ich dann hier nochmal an die Seite und dann rasiere ich mich halt ganz normal, je nachdem wie meine Barthaare wachsen. Man sollte nie unbedingt mit so einem Rasierer gegen den Strich rasieren, es ist aber falsch, wenn behauptet wird, gegen den Strich zu rasieren, ist eben ein Grund, schon mit solchen Geräten, ja, sollte man nie, sondern man kann auch gegen den Strich rasieren, da wird es sogar gründlicher. Und wer sich schon mal beim Türken mit einem richtigen Messer rasiert hat, die rasieren immer gegen den Strich teilweise. Also, die rasieren mit dem Strich und dann nochmal gegen, damit es einfach gründlicher ist. So, wenn ihr dann euch rasiert habt, dann nehmt einfach warmes Wasser, tut eure übrigen Rasurreste entfernen und zum Schluss nehmt ihr nochmal kaltes Wasser, denn dadurch zieht sich die Haut wieder zusammen und die Haare gehen wieder zurück in die Haut. Also das ist so ein Millimeter, aber das macht schon viel aus und so wird es richtig gründlich und ihr vermeidet das Einwachsen von den Barthaaren. Und wenn ihr euch dann abgetrocknet habt, kommt eigentlich das Wichtigste, was viele vergessen, und zwar eine Post-Shave-Lotion zum Beispiel, wie hier von American Crew. Und zwar ist das einfach nur ein Aftershave und das ist sehr wichtig nach der Rasur. Das verhindert meistens den Rasurbrand und macht auch sehr viel aus, wenn ihr das nie benutzt. Also ich würde es nie empfehlen. Also so nach der Rasur, dann vielleicht noch Creme drauf oder was weiß ich, finde ich nicht gut. Nehmt auf jeden Fall Aftershave. Das finde ich ganz gut hier. Wie gesagt, Post-Shave Cooling Lotion, die kühlt schön. Danach fühlt man sich erfrischt und würde ich auf jeden Fall empfehlen. So, mehr Reis mache ich dann eigentlich nie bei der Rasur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass ihr euer Rasierer desinfiziert bei jeder neuen Rasur und dass ihr eure Sachen ordentlich reinigt. Und ja, das war's eigentlich von mir und macht's gut, tschaußen.